Hallo und herzlich willkommen in der Red Bull Arena. Wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie live dabei und es kann eigentlich keinen Zweifel geben. Dieses Spiel hier, das wird richtig interessant. RB Leipzig gegen Glasgow Rangers. Also über das Spiel wurde natürlich einiges geschrieben im Vorfeld. Ist ja klar, so eine Partie lässt niemanden kalt. Ist eine sehr interessante Begegnung, ohne Frage. Jetzt geht's los, liebe Zuschauer. Anstoß Leipzig. Schöner Angriff, da haben Sie mehrere Optionen. Da zieht er ab. Ball wird hier erstmal geblockt. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Der Doppelpack im letzten Spiel wird ihm zusätzlich Selbstvertrauen gegeben haben. Es wird garantiert schwierig, ihn zu stoppen. Die Gelegenheit für die Flanke. Gutes Tackling hier. Alfredo Morelos. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Gute Aktion. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Nordi Mukiele. André Silva. Yusuf Paulsen. Platz zum Flanken hier. Spielt den Ball. Die Chance zur Führung. Da ist er, der erste Treffer in diesem Spiel. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ich sage es mal positiv. Endlich mal wieder ein Bundesligist aus dem Osten. Das ist aus meiner Sicht, und da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, nicht das einzig Positive an RB Leipzig. Mir gefällt ganz gut, wie die auftreten. Ich glaube, die werden schon ihren Weg gehen. Ja, die Tradition fehlt, aber auf der sollte man sich auch nicht immer ausruhen. Ich glaube, es tut dem deutschen Fußball nicht gut, wenn man immer nur auf die Tradition schiebt. Leipzig über außen. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Klasse Timing hier. Gut dazwischen gegangen. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. André Silva. Ja, könnte was werden. Kann er den Ball behaupten? Und sie können klären. Klasse Aktion. André Silva. Gut verteidigt hier. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Gut geklärt, aber Einwurf. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Sieht gefährlich aus. Ball kommt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Yusuf Paulsen. André Silva. Sie suchen die Lücke. Yusuf Paulsen. Der Ball kommt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Oh!
2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Gute erste Hälfte. Sie liegen mit 2-0 in Front. Und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Er findet bislang irgendwie noch nicht so richtig in diese Partie hinein. Er ist bislang extrem unauffällig in diesem Spiel, kommt gar nicht zu Abschlüssen. Durchgang 2 läuft. Angelino. Das ist natürlich ein guter Pass. Sie können den Pass unterbinden. Er spielt steil. Das sieht vielversprechend aus. Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Kevin Campbell. Er bringt den Ball auf den langen Pfosten. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Gut den Ball verteidigt. Da erobert er den Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Geduldiger Aufbau. Platz für die Flanke. Ist das der Anschlusstreffer? Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Es gibt den Elfmeter. Das war ein klares Handspiel. Es wird jetzt hier gewechselt. Jetzt können sie auf ein Tor Rückstand verkürzen. Hält den Elfer, ist es zu glauben. Was für eine Parade. Ecke kommt ins Zentrum. Ball ist erstmal wieder raus. Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Die liegen hinten und versuchen es mitten im Wechsel. Kann er was draus machen? Das ist die Chance. Ist es das? Da haben sie gut aufgepasst. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz. Aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alles, Tore sind wichtig. Klasse Tackling. Konrad Leimer. Sie können es machen. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Muss Elfmeter geben, das war Hand. Elfmeter und Tor.
Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Outfield. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Jetzt der Eckball. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Da nimmt er ihm die Kugel vom Fuß, Buschi. Gut reagiert vom Torwart, gut rausgekommen. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Orban. Dani Olmo. Nordi Mukiele. Schöner Pass jetzt. Amadou Haidara. André Silva. Wichtiges Tackling hier. Outfield. Das war's für heute. Wir hören den Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Und der Sieger, das sind heute die Gastgeber. Deutlicher Sieg also am Ende. Große Mühe hatten sie ja eigentlich nicht in dieser Partie. Dafür war der Gegner alles in allem dann doch zu schwach. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Ja, er hat auch heute wieder eine klasse Leistung gezeigt und gleich 2 Treffer beigesteuert. Nicht zuletzt deswegen haben sie dieses Spiel gewonnen.